Willkommen zurück zu Polytopia. Heute will ich mal was probieren. Etwas, was ein bisschen verrückt ist. Und zwar im Kreativmodus mit dem Bardur. Und zwar Vorherrschaft, 4 Gegner, verrückt, Trockenland und winzig. Und wir starten auch gleich mal. Ihr seht, das ist, es wird echt verrückt hier. Wir haben gleich hier die Xingxi und hier die Umaji. Den Rest können wir noch nicht sehen. Ah ne, warte mal. Hier ist nicht Xingxi, hier. Hier sind sie. Und das ist halt so extrem wenig Platz. Ja, also man kann sehr leicht andere Stämme überfallen. Und ich würde sagen, ich suche erstmal nach einem anderen Dorf. Und dann jagen wir einfach. Normalerweise wäre hier halt noch ein Dorf oder hier. Wer weiß, was da genau ist. Weiß ich halt nicht. Okay. Da haben wir beide schon gefunden. Direkt am besten einen Krieger zur Verteidigung. Und da ist auch direkt ein Dorf. Also haben wir das auf jeden Fall. Ja, das wird echt gefährlich hier. Und dann würde ich sagen, holen wir uns fast 3. Also eigentlich wie immer. Gehen wir dahin. Sehr schön, da sind gleich 3 Wälder. Und mit dem mache ich erstmal nichts. Okay. Dann, ja. Dann nehmen wir hier das Dorf. Und jagen auch mal. Und nochmal Werkstatt. Oh, okay. Die werden bedroht. Es kann sein, dass sie gleich verlieren werden. Gehen wir mal hier hin. So. Und dann verbessern wir hier mal die Stadt. Um mehr Ressourcen zu bekommen. Und dann machen wir einfach noch einen Krieger. Ja, die wurden ausgelöscht von den Imperius. Und da haben wir die Kiku. Ich würde sagen, schlagen wir einmal so und schlagen wir dann so. Hier brauchen wir auf jeden Fall noch einen Krieger. Und, weiß nicht, sollen wir noch irgendwas holen? Organisation auf jeden Fall. Aber vorher würde ich noch gerne hier Holzhütten machen, damit wir mehr Ressourcen bekommen. Ressourcen. Und dann holen wir uns Organisation. Das könnten wir beim nächsten Mal auch direkt schon verbessern. Dann holen wir uns einfach noch einen Krieger. Ach, schade. Jetzt greifen die da an. Den Namen müssen wir auf jeden Fall... Ah, müssen wir nicht. Wir holen uns einfach noch einen Krieger. Und das hier holen wir uns zurück. So. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal nach da. Bestimmt gibt es hier irgendwo noch ein Dorf. Und dann verbessern wir hier nochmal unsere Hauptstadt. Oh, es hat nicht gereicht. Schade. Na egal. Aua. Ja. Und da haben wir die Imperius. Der nervt ganz schön da. Und das reicht natürlich nicht. Und bedroht mich jetzt auch noch. Deshalb machen wir so. Oh, okay. Das kann es auch tun. Direkt Bevölkerungswachstum. Und dann bekommen wir auch unseren Riesen. Pakt des Glücks. Machen wir einfach hier hin. Und Obst ernten. Ich glaube, ich nehme wieder Bevölkerungswachstum. Dann kriegen wir auch direkt unseren zweiten Riesen. Was sehr schön ist. Dann ist der Krieger hier von Kiku überhaupt kein Problem mehr. Ich gehe trotzdem weiter nach da. Okay, da ist kein Dorf. Schade eigentlich. Okay, ja.
Wow. Ich gehe einfach mal mit dem Riesen nach da. Den da heilen wir. Ich würde ganz gerne Straßen holen, aber das reicht nicht. Gut, dann versuchen wir es halt so. Und dann holen wir hier noch einen Krieger. Das ist nichts mehr. Okay. Ja, keine Chance. Okay, das hat schon ein bisschen wehgetan. Gehen wir mal nach da. Einmal heilen. Heilen. Oh, der hat schon 2 von 3 zerstört. Also machen wir mal so. Und dann geben wir dem eine Beförderung. Und dann gehen wir mit dem Riesen nach da. Und weiß nicht. Ja, jetzt holen wir auf jeden Fall Straßen. So. Damit die alle besser laufen können. Und verbinden die natürlich auch also einmal Bewohner auf beidem. Den hier können wir noch bewegen, den bewegen wir mal zurück. Oh, sehr schön. Da können wir gleich mal anklopfen. Ja, okay, der hat keine Chance. Machen wir so. Den da würde ich ganz gerne heilen. Ja, da können wir halt noch nicht richtig angreifen. Es sei denn, wir machen das so. Schlagen einmal so. Einmal so. Und dann kommt der da mit den 15 Leben drauf. Kiko hat 2 Städte. Das ist natürlich schade, sag ich mal. Machen wir so. Dann können wir auch hier hin. Und ich glaube, Bergsteigen wäre gar nicht mal so schlecht. Dann können wir so machen. Können wir 6 Schaden machen? Ja, können wir. Ich habe keine Angst vor Imperius. Vor allem nicht. Ich habe hier einen Riesen, ja. Machen wir so. Und dann so. Umagi haben wir ausgelöscht. Können wir aber nicht verbessern. So, da gehen wir so rauf. Den da machen wir so. Und so. Und dann gehen wir einmal hier hoch und da wieder runter. Gut. Noch mehr Krieger. Noch mehr Krieger. Hier können wir auch noch eine Straße machen. Okay, jetzt reicht es auf jeden Fall. Können wir jagen und eine Holzhütte machen. Noch mehr Ressourcen. Und dann machen wir so. Und machen nochmal eine Straße hin. Dann können wir hier auch nochmal jagen. Das können wir auch noch weiter verbessern. Können wir hier so machen. Und so machen. Und noch einmal so. Ich glaube, ich nehme Grenzwachstum. Dann kriegen wir hier diese ganzen zusätzlichen Wälder. Die können ganz nützlich sein. Ansonsten machen wir nichts mehr. Wow. Das hat sehr viel gebracht. Okay, das hat weh getan. Oh, hier war tatsächlich noch ein Dorf. Das hätte ich nicht gedacht. Den würde ich aber einmal jetzt heilen. Stellen wir uns einfach genau in die Mitte. Und mit der Straße stellen wir uns genau davor. Damit wir so richtig schön nerven können. Und dann machen wir einmal so und machen wir einmal so. Okay, eine Imperiusstadt. Und dann machen wir einfach noch mehr Krieger. Und hier kann noch eine Straße hin. Und hier kann auch noch eine Straße hin. Und dann holen wir uns einfach noch einen Riesen. Hier. Und dann 2 Holzhütten. Riese. Bergbau können wir leider nicht holen. Wäre schön gewesen, aber egal.
So, den können wir aber noch wegbewegen und noch einen Krieger machen. Okay, vor dem habe ich überhaupt keine Angst. Aber da können wir einmal drauf gehen. Das war ein bisschen dumm. So, ich glaube, mit dem... Ja, kein Problem. Mit dem da würde ich noch ein bisschen weiter gehen. Deshalb machen wir eine Straße hin und stellen uns genau dahin. So richtig provokant. Ich würde auch gerne von hier angreifen. Mit dem stellen wir uns da drauf. Und der da macht ein bisschen Ärger. Machen wir so. Und der kriegt gleich eine Beförderung. Der hat auch schon 2 von 3 zerstört. Machen wir so. Machen wir so. Dann kriegt er auch noch Beförderung. Einfach die ganze Zeit mehr Krieger. So. Und ich denke mal, eine Straße von hier hierhin kann auch nicht schaden. Überall noch mehr Krieger. Oder, Moment, Bergbau. Definitiv. Und es reicht auch noch. Also können wir auch noch einen Riesen haben. Auch wenn es klar wird, dass wir schon so ziemlich gewonnen haben. Ja, okay, da. Gut. Soll ich zurück? Oder reicht das? Okay, es reicht. Machen wir mal so und machen wir so. Sehr schön. Und da können wir das übernehmen. Können wir auch mal verbinden. Und dann gehen wir da einmal aus dem Weg. Das können wir aber, glaube ich, nicht mehr verbessern. Nein, wir haben nur 4. Gut. Einfach mit allen Truppen vorwärts gehen. Ah ja, auch mit dem. Der ist auch kurz vor der Beförderung, also machen wir da gleich mal was. Schmiedekunst. Wir haben ja hier recht viele. Könnten wir hier vielleicht eine Schmiede hinmachen oder so. Ja, das ist so ein verzweifelter Versuch. Kiku zerstört. Und die Stadt übernommen. Bleibt jetzt ja nur noch hier, die eine. Würde ich mal so machen. Und so machen. Kann ich das verbessern? Nein, kann ich nicht. Doch, kann ich. Ich habe die andere Mine nicht gesehen. So, und da holen wir uns Bevölkerungswachstum, weil wir keinen anderen Platz mehr haben. Den da müssen wir definitiv heilen. Und da schlagen wir einmal zu. Da gibt es schon Straßen. Da gibt es keine. Großer Bazar freigeschaltet. Sehr schön. Ich würde den hier auch nochmal, also die Stadt nochmal verbinden. Einmal so, einmal so. Und ja gut, machen wir hier die Schmiede hin. Und noch eine Mine. Dann holen wir uns einfach noch einen Riesen. Und hier noch eine Schmiede hin. Dann sollte es auf jeden Fall klappen. Ja, hatten mehr als genug. Und noch einen großen Bazar. Und noch einen Riesen. So, den können wir gar nicht mehr richtig bewegen. Den heilen wir einmal. Oh ja. Verteidiger auf einer Stadt mit Stadtmauer. Das sind dann so die verzweifelten letzten Bewegungen. Ja.
machen wir halt irgendwie so. Es ist halt sehr schwer, den da kaputt zu machen. Bewegen wir trotzdem mal alle ein bisschen, die ich noch bewegen kann. Den da einmal nach da, so. Und den da können wir dahin schicken. Okay. Den heilen wir auf jeden Fall. Dann gehen wir so. Und ja, die sind alle ziemlich gefährdet. Müssen wir einmal so machen. Und auch so. Weil der... Ah, ja, okay, ich wollte den nicht direkt angreifen. Der kann halt 10 Schaden machen. Und das habe ich jetzt auch versaut, also... Keine Sorge. Es geht alles schief, was schief gehen kann. Okay, Zug beenden. Ja. Aber das ist mir jetzt so ziemlich egal. Schlage ich einmal so, schlage ich einmal so und schlage ich noch einmal so. Gut, dann machen wir hier noch einen Krieger. Ich würde nämlich gerne alles hier sehen. Und vielleicht noch so ein paar Forschungen betreiben. So, da gehen wir nach oben, da gehen wir nach unten. Und, oh, ja, okay, wir schaffen es nicht. Einfach noch ein bisschen mehr. Und haben wir es. Imperius zerstört. Und dann war es das auch. Machen wir so. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da, ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.